Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Devolverden in dem DLC The Consequence. Oh yeah. Wir sind im letzten Part stehen geblieben im Police Department, wo wir ein bisschen mehr über Joseph und Sebastian erfahren haben und ein bisschen mehr über Kidman. Wer den Part noch nicht gesehen hat, sollte ihn besser mal angucken. Ist informativ. Definitiv. Jetzt sind wir hier draußen angelangt. Keine Ahnung, wo uns das hinführt. Zumindest haben wir immer noch keine Waffe. Sebastian und Joseph. Ich habe euch damit reingezogen. Was habe ich nur getan? Du hättest jetzt runterrufen können und runterspringen. Also bitte. Aber nein. Warum auch? Nochmal Kontrollpunkt, warum wohl? Nächstes Ärgernis voraus oder so? Oh, das ist hier. Nee. Nee. Da war dann Sebastian oben. Oh. Verdammt. Verdammte Scheiße. So. Heil mal das ganze Gedöns. Ich muss mal dahin und mir eine Waffe schnappen. Inklusive Muni. Darf ich mal? Oh, verdammt. Geh mal weg hier. Jetzt haben wir eine Waffe. Jetzt gefällt es mir langsam wieder. Sofern wir jetzt noch treffen. Na los, komm. Komm hier. So, perfekt. Ihr beide brennt. Und nun? Oh, es hat noch Muni. Nehme ich dankend an. Und nun? Wollen die mich stressen hier? Das hätten wir geschafft, meine Freunde. Oh ja. Jetzt möchte ich gerne noch mein Full Life haben. Sonst bin ich nicht zufrieden. So. Und jetzt können wir hier rüber. Anders als Castellanos, der von dort rüber musste.
und dann oben weitergeht, glaube ich, oder einfach dort. Keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder auf Wegen, die ich kenne. Richtig. Und jetzt haben wir sogar eine Waffe. Jetzt gefällt's mir. Huh. Was nun? Was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Nee. Scheiße. Mhm. Diesmal laufe ich nicht davon. Jetzt so nicht, Freunde. Aber was will ich da? Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache. Was steckt hinter diesem Trick hier? Ich bekämpfe sie gerne, kein Problem. Aber wenn ich weiß, wie. Diesmal laufe ich nicht davon. Mann. Ich weiß nicht, was das Patentrezept gegen die... Keine Ahnung. Zum Glück, ich habe sowieso zu viel Munition verschossen am Anfang. Ich muss gucken, ob ich die einfach so down krieg. Ich baller jetzt einfach mal drauf. Diesmal laufe ich nicht davon. Das hat doch schon prima funktioniert. Jetzt hat sie ihr scheiß Licht für einen Moment nicht mehr gehabt. Oh ja.
Oh ja. Oh ja, oh ja. Wo ist die Schnepfe hin? Oh ja. Und wir haben sie. Nächster Leslie. Es hat sich ausgelesliet, Freund. Hat Ruvik dich geschickt? Ich hoffe, er versteht die Botschaft. Ja, ich hoffe es auch. Die Lampe wird nie wieder angehen. Könnte ich schon fast wetten, außer du bist wie der Executor, der einfach mal auftaucht und sagt, hi, ich bin hier und du bist nichts. Ich gucke hier noch wegen Muni rum, nur dass ihr euch nicht fragt, was ich hier rumspinne, aber hier hat es nur einmal Muni gehabt. Ey, wenn ich die jetzt nicht richtig erwischt hätte und alle Muni verbraten hätte, wäre ich hier nicht lebend rausgekommen. Kidman, bist du da drin? Jo. Sebastian. Ich bin hier. Oh Mann. Kidman, ich bin's. Hä? Hab ich ihn da eingesperrt? Nach seiner Verwandlung? Ach nee, da. Spar dir das. Es kommen bestimmt gleich noch mehr. Sebastian, was ist? Bleib weg! Ich bin verantwortlich für Sie. Es tut mir so leid, was du wegen mir durchmachen musst. Ich hab dir doch schon mehr als genug wehgetan. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Nein. Sie tun, was wir sagen. Sie bringen uns den Jungen oder sie werden verschwinden. Sie können es aufhalten. Halt, verdammt! Sie verstehen nicht! Schluss! Oh Mann. Dann eben noch mal. Ja, das sind aber jetzt fiesere Wege als beim Ende des letzten Kapitels. Ja, super. Das sind mir auch Schlawiner. Aber hey. Wenigstens. Wenigstens freue ich mich auf das neue Game. Devil Within 2. Nächster.
Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir, genau. Definitiv. Also hat sie gar nichts mitbekommen von dem guten Slavina Glubschi. Schade, schade. Weil das war einer der letzten Gegner. Alles bricht zusammen. Aber scheiße, war das schnell. Okay. Nächstes Kapitel, Freunde. Ein Geist wird geboren. Kapitel 4. Das wird interessant, Freunde. Definitiv. Aber warum zu jeder Endsequenz muss man von dem wegrennen? Ich will den beenden. Den Scheißkampf mit dem. Jetzt hat sie ja eine Knarre. Können Sie unterscheiden zwischen Gut und Böse? Nein, nein, nein! Verdammt! Scheiße! Das ist jetzt nicht dein verkackter Ernst, dass du gerade deine Knarre hast nach unten fallen lassen. Dein Ernst, Zuckerarsch. Dein verfickter Ernst. Ein Geist wird geboren. Tja, und sie hat's noch gerade überlebt. Warum auch immer. Die hat einen echten Schutzengel. Ich lasse mich hier nicht festhalten. Was zum... Kann ich mich da durchbrennen? Neues. Etwas Neues eingebracht ins Spiel. Okay. Jetzt wird's unschön. Wir müssen dringend weiter. Ha. Jetzt geht's sicher auf, Leslie zu retten. Beispielsweise vor Rubik. Wir wollen ihn hier selbst abknallen. What the fuck? Riskier das lieber nicht. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Joseph? Zum Glück geht's Ihnen gut. Bitte. Ihr müsst euch von mir fernhalten. Ja. Definitiv. Aber gut, vor Castellanos auch, weil bei dem geht's auch schon ganz schön zur Sache. Nein! Nach dem Brand und den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung. Ja, das ist sehr in Ordnung. Jeder braucht einen Antrieb.
Ruvik sucht die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Tja, aber nur vielleicht. Und auch nur, wenn wir Glück haben. Im nächsten Part sehen wir, ob wir das schaffen oder nicht. Und dann geht's weiter hier. Spannend bei The Consequence. Oh yeah, bei The Evil Within. Seid dabei. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like oder ein Kommi da. Und dann geht's hier spannend zur Sache. Wollen die mich verarschen? Ey, kannst du die Taschenlampe ausmachen? Wenigstens das. Hier brauchst du keine Taschenlampe, meine gute Dame. Und der kann wieder gehen, ey. Ja, Leslie. Nur kein Stress. Tja, tüdelö.